Kommen Mike Sees und Michelle doch noch mal irgendwie wieder zusammen? Warum wird das Format noch ekliger? Ab heute beginnen die Psychospielchen hier drin taktieren. Ist auch so. Heute schwächen wir die alle. Heute schwächen wir die alle. Und was für ein Problem haben Lukas und Chiara jetzt schon wieder zusammen? Frechlich! Antworten auf diese Fragen und noch ganz viel mehr gibt's in einer neuen Folge von Prominent Getrennt. Und auch hier geht's langsam aufs Finale zu. Genau deswegen werde ich es natürlich kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex. Ich war als Jugendlicher großer Fan von Erich von Däniken. Das ist dieser Typ, der behauptet, dass wir quasi von Außerirdischen gemacht worden sind und dass die hier überall Artefakte haben. Und heute finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen komisch von meinem früheren Ich. Aber so ist das manchmal. Was nicht so komisch ist, ist, dass du Prominent Getrennt immer in voller Länge bei RTL Plus schauen kannst und den Link findest du immer oben in der Videobeschreibung. Na gut, dann geht's aber natürlich auch sofort los und bei Prominent Getrennt gibt's ja momentan einen großen Aufreger. Am Ende der letzten Folge wurden ja eigentlich, wenn man so möchte, zwei Teams rausgewählt, nämlich Nico und Sarah und Melina und Tim, und die sollen in dieser Folge jetzt mit einem Spiel bestimmen, wer rausfliegt. Wir wollen, dass Nico und Sarah gewinnen, weil die auch schwächer sind als Team. Und die magst du auch nicht. Deswegen ist es ja super, wenn die rausfliegen. Zurück nach Deutschland. Also Nico ist motiviert, glaube ich. Also ich persönlich muss sagen, ich finde Melina und Tim jetzt ein bisschen sympathischer. Und sie haben natürlich den Vorteil, dass es überhaupt dieses Auswahlspiel noch gibt. Denn damit haben die anderen nicht unbedingt so gerechnet. Ja, und die Gesichter sprechen wirklich Bände. Hier gibt es so einige Gesichter, die schon abgefuckt sind, dass wir überhaupt noch hier sind. Ich hoffe, wir dürfen zuschauen bei euch. Kostet aber 10 Euro Eintritt. Wer weiß? Was ist heute noch so passiert? Leute denken gerade, die haben Fieber drum, weil wir immer noch hier sind. Ja, aber vielleicht ja bald nicht mehr, denn es gibt ja Nico Legert, der Mann mit den vollen Eiern, eine Vorstellung, die ich eigentlich nicht haben möchte, und seinen Trainer Mike Sees, der Nico am liebsten mal an seine vollen Ei... Ja, auch darüber möchte ich nicht nachdenken. Mach die fertig. Psychisch. Ich mach die psychisch fertig. Richtig. Darum geht's halt. Mhm. Das kann ich. Breche. Ja, ja. Ich mach die kaputt. Geh auf Tim. Geh auf Tim, dann rastet sie raus, dann sind die abgelenkt. Normalerweise muss ich ja sagen, widerspreche ich Nico Legert mir aus Prinzip. In diesem Falle muss ich aber auch sagen, ja, psychisch zerstören durch seine pure Anwesenheit kann er wirklich. Und Mike hat ja auch durchaus da bestimmte Talente. Es ist einfach immer noch ein Format mit sehr vielen, sehr netten Menschen. Ab heute beginnen die Psychospielchen hier drin taktieren. Ist auch so. Heute schwächen wir die alle. Heute schwächen wir die alle. Jetzt müssen wir allerdings leider doch noch mal kurz über Nico Legerts Eier reden. Es tut mir auch wirklich sehr leid, denn auch die spielen in dieser Herausforderung natürlich eine große Rolle. Können wir bitte nicht mehr darüber reden? Meine Eier sind so voll. Dann pass auf, dass die Eier nicht platzen im Spiel. Alles gut, vielleicht geht's darum, wer der schnellste sicher entwickelt. Dann gehen wir nicht. Super interessante Idee für ein Spiel, auf jeden Fall. Na gut. Nun hast du ja aber auch schon mitbekommen, dieses Video hat einen bestimmten Titel und ja, das hat auch einen bestimmten Grund, denn Mike und Michelle hassen sich ja eigentlich, insbesondere haben sie sich in der letzten Folge gehasst. In dieser Folge ist der Hass allerdings schon wieder in was anderes übergegangen. Du hast einen kompletten Dachschaden, ne? Ich komme nicht da rein. Okay, Mike und Michelle, das müsst ihr mir jetzt aber mal ganz kurz erklären. Also in der letzten Folge hatte ich wirklich kurz Angst, es kommt zu einem Gewaltverbrechen. Und jetzt wirkt es fast ein bisschen so, als würdet ihr toteln. Was genau geht da ab? Was ist das zwischen uns beiden? Schon mal was von Ehe gehört? Das ist nicht so wie so Bumsländer, die in der Sendung gehen und nur rumpimpern. Also bei uns da... Gucken wir einfach mal. Oh Gott, also wenn es da wirklich in dieser Staffel noch ein Revival gibt, dann ist das für mich ein bisschen so wie Terminator 4. Den hätte man sich nämlich besser auch gespart. Aber okay, jetzt kommen wir jedenfalls erstmal zum Nominierungs- bzw. Rauswahlspiel. Und da hat RTL sich was wirklich Niveauvolles einfallen lassen. Eure Aufgabe ist es, einen Turm aus 4 Würfeln zu bauen. Dabei muss jedes Symbol auf jeder Seite einmal zu sehen sein. Das schnellste Team gewinnt. Da hatte, glaube ich, der RTL-Praktikant, der sich immer die Spiele ausdenkt, jetzt auch nicht mehr so ganz viel Bock drauf. Aber trotzdem natürlich ein sehr interessantes Spiel. Und der Vorteil ist, die Symbole sind eine der ganz wenigen, die sogar Nico Legert erkennt und zuordnen kann. Wir sind zwei Zungen. Du sagst, ich drehe, du machst. So, die Seite funktioniert schon. Geht auch nicht.
Jetzt haben wir Pimmel. Pimmel, Zunge. Okay, dann müssen wir den einfach so drehen. Zunge, Pimmel, Arsch und Titten. Man muss aber auch sagen, da fehlt natürlich Glory Hole. Das hat's für Nico Legert wahrscheinlich relativ schwer gemacht. Und deswegen waren Tim und Melina vorne. Das Ding ist nur, man muss sich auch sehr sicher sein, ob man sich sicher ist, dass man das Spiel richtig gelöst hat. Denn sonst kann das böse enden. Tim, bitte mach keinen Fehler. Bitte mach keinen Fehler. Das muss passen. Hier auf der Seite passt. Das Ding ist, wenn du klingelst und das Ergebnis ist falsch, bist du automatisch raus. Ja. Ist das wirklich richtig? Haben Sie Nico Legert in seinem angespannt bestmöglichen Spiel, bei dem es nur um Geschlechtsteile geht, etwa wirklich geschlagen und das, obwohl seine Ei... Wisst ihr was, ich möchte wirklich nicht mehr über seine Eier reden. Ah! Einer hat gefehlt. Scheiße. Fuck! Ja, so ärgerlich, Mann. Was ist das? Im Endeffekt, wir haben hier verloren, aber ne, aus den Niederlagen wird man nur stärker. Das ist aber auch so eine Logik, die ich nicht verstehe, oder? Nico Legert sagt immer, ich bin der Champion und ich bin der Gewinner. Gewinnen ist alles. Und wenn er verliert, dann erzählt er einfach, dass ihn das zu einem größeren Gewinner macht. Und dann verliert er im nächsten Spiel schon wieder. Weiß ich jetzt nicht, ob ich dem zustimmen würde. Ich muss aber sagen, ich bin eigentlich ganz glücklich, dass Melina und Tim weiter sind. Zum einen, weil ich die sympathischer finde und zum anderen, weil es die meisten anderen Teams ganz schön abfuckt. Ihr dürft euch alle freuen. Warum? Tim und ich bleiben hier. Ja, blöd für Tommy und auch ein bisschen blöd für Sandra und für Mike und Michelle ja sowieso. Und für Chiara glaube ich tatsächlich auch. Für Lukas allerdings nicht unbedingt. Der freut sich sogar. Freut sich Lukas, dass sie drin bleiben? Ach so. Ja, wir haben gesagt, stärkerer gewinnt. Ne? Was sollen wir jetzt machen? Also Lukas spielt kein korrektes Spiel, Tim spielt kein korrektes Spiel, Melina nicht und Chiara auch nicht. Die beiden Ex-Paare halten definitiv zusammen. Ja, Mike, aber hast du nicht selber auch eine Allianz gegründet? Warum ist die dann genau besser? Weiß ich nicht so genau. Mike ist jedenfalls aber trotzdem der Meinung, dass das besser sei. Und jetzt muss ja irgendjemand die Schuld haben. Ah, Nico Legert. Du hast deine Eier am Strand verloren. Ich glaube, ich habe noch nie so oft über die sekundären Geschlechtsorgane eines Mannes gehört und geredet wie in dieser Folge. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Dann ist es aber endlich soweit und Nico muss gehen, Sarah natürlich auch. Und oh mein Gott, das hat mir so leid getan. Ich hoffe, ich sehe den nie wieder im Fernsehen. Bitte, bitte lieber Trash-TV-Gott. Geil. Ja, mach das, Alter, ehrlich. Jetzt geh ich mal beim Wichsen. So, haut rein, ihr Hübschen. Oh. So, ihr Hübschen, viel Spaß. Komm, laber nicht so viel ab jetzt. Komm. Genau, ab jetzt. Und du gehst jetzt auch ab jetzt nach unten und drückst mal auf diesen wundervollen roten Button, damit du Teil des Zwiebelrudels wirst. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir gehen zurück zu Prominent getrennt. Jetzt, wo ein Paar weg ist, muss wahrscheinlich bald schon wieder das nächste gehen. Und für das Spiel möchte Mike sich perfekt vorbereiten. Wir schaffen das heute. Du Mike, wenn du von wir redest, ist das eigentlich so dieser majestätische Plural oder ist da auch irgendjemand anders beteiligt? Tatsächlich ist jemand anders beteiligt, nämlich Michelle. Die ist zwar nicht da, aber die wird auf jeden Fall Mikes Pheromonen zum Opfer fallen. Wenn sie das Parfüm riecht. Funktioniert die Frau. Allerdings muss natürlich nicht nur Michelle funktionieren, auch in den anderen Teams wäre das ganz gut, wenn das funktionieren würde. Und man muss ja sagen, Mike hat ja so eine bestimmte Art, sich und andere zu motivieren, nämlich indem er sie ein kleines bisschen abwertet. Bei Melina und Tim ist das ein bisschen anders und genau deswegen sind die mir eigentlich ganz sympathisch. Ich hoffe auf jeden Fall, das nächste Spiel ist nichts mit Balance in den Beinen, weil dann bin ich, glaube ich, raus. Meine Beine sind seit dem Laufen so am Zittern die ganze Zeit. Komm her, du kriegst eine Massage, dass du fit bist. Wow, ich glaube, du hast mich noch nie massiert. Doch. Gekrault, aber nicht massiert. Ob die beiden auch noch mal ein Revival haben? Wer weiß das schon. Und ob Mike und Michelle wirklich noch eins haben? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass Mike wirklich manchmal so finster und düster guckt. Da kriege ich ein bisschen Angst. Obwohl, also ich kann das ja jederzeit ausmachen, aber hui, ist ja fast wie ein Horrorfilm. Lass uns sie zerstören hier. So muss das aussehen, nur noch wir hier. Das einzige Paar, was eine wirkliche Chance hat, nochmal zusammenzukommen und alle anderen nicht. Wenn wir das hier und das hier überstanden haben, dann haben wir zwei extreme Formate überlebt.
den ganzen Shitstorm von außen. Wir brauchen Erfolgserlebnis. Shitstorm von außen überlebt, Angriffe von außen, alles. Alles überlebt. Ja gut, wie man jetzt so im Nachhinein weiß, weiß ich jetzt nicht, ob die wirklich alles überlebt haben, aber es gibt in dieser Folge trotzdem noch interessante Bilder, was die beiden betrifft. Vorerst schauen wir uns aber natürlich das Spiel an und das ist mal wieder so ein RTL-Klassiker. Eure Aufgabe ist es, gemeinsam 8 Bälle auf den Tellern der Plattform zu platzieren. Jeder von euch ist dabei für 4 Bälle zuständig. Das Ex-Paar, das am schlechtesten abschneidet, muss die Villa morgen früh verlassen. Viel Erfolg. Okay. Mit anderen Worten, ein Spiel, bei dem es auf Gleichgewichtssinn, Kommunikation und Zusammenspiel ankommt. Ja, das kann ja nur ein Desaster werden. Halt du mich mit einem Fuß einfach, ich gehe drauf. Okay. Halt mich mit einem Fuß. Ich gehe jetzt drauf. Ja? Nicht so schnell runter, Tim. Junge, du bist aber auch manchmal trampelt hier, ne? Ein Team muss das ja aber eigentlich richtig gut können, denn wir haben ja Mike und Michelle, die sich in dieser Folge nicht nur näher gekommen sind. Nein, Mike hat auch das beste Parfum aller Zeiten aufgelegt, aber selbst die Pheromone helfen nicht gegen die Physik. Wenn's mal hektisch wird, stopp, Konzentration. Okay. Langsam, langsam, Mike! Kein Thema, bleib! Bleib! Leckt mich doch am Arsch. Warte. Mike, okay. Was machst okay. du? Oder die Bälle schnell. Ein Team hat einen ganz anderen Ansatz, denn viele waren eher ein bisschen schnell unterwegs. Die haben es allerdings mit Ruhe und Gemütlichkeit gemacht. Und jetzt habe ich gerade einen krassen Ohrwurm vom Dschungelbuch. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich komme. Mhm. Mach einen rüber. Mhm. Das Problem bei dieser ruhigen Taktik ist aber natürlich, es kommt vielleicht zum Erfolg, es dauert aber ziemlich lange und auch die anderen Teams waren wirklich gar nicht so schlecht. Ich war überrascht, weil wie gesagt, da kommt es ja auch auf Kommunikation und so an und das haben die tatsächlich hinbekommen. Motherfucker! Come on! Come on! Yeah! Uns ist nicht ein einziger Ball runtergefallen. Kein einziger. Ich bin stolz auf uns und unsere Kommunikation. Weiter, langsam, langsam. Lass los! Zeichen und Wunder. Und man kann es vielleicht schon erahnen, wenn man das selber in der guten Zeit schafft, dass die anderen das wahrscheinlich zumindest auch geschafft haben. Mike und Michelle sind allerdings trotzdem der Meinung, sie haben es mit Sicherheit am besten geschafft, weil, ja weiß ich auch nicht, die glauben das halt einfach. Boah, das ist der geilste Moment, wenn du weißt, du hast das Spiel endlich mal gerockt. Ich hoffe, das hat gereicht, verdammte Scheiße. Ich bin wirklich auf die Teamleistung heute echt stolz. Wir haben super funktioniert und jetzt heißt es wirklich, zerlegen hier drin. Ob die wirklich gewonnen haben, das hat RTL dann erstmal gar nicht verkündet. Fand ich ein bisschen komisch. Und Mike und Michelle waren weiterhin der Meinung, sie waren absolut großartig. Ich bin mir wirklich sicher, dass wir auf jeden Fall nicht rausfliegen. Wir sind echt jetzt richtig einen Schritt weiter. Aber auch bei den anderen Teams ist es ja ganz gut gelaufen. Und ich muss tatsächlich sagen, besonders gut gefallen hat mir die Leistung von Chiara und Lukas, weil die haben das halt ruhig gemacht und die haben sich nicht angeschrien. Und das war ja in den vergangenen Folgen oftmals auch ein bisschen anders. Das ist sogar Lukas aufgefallen. Weißt du, was richtig schön heute war? Was war schön heute? Dich so glücklich heute zu sehen. Und ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber... Mir tat es dann umso mehr leid, dass ich dich so sehr verletzt habe. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also irgendwie ist das ganz schön, dass Luca das sagt. Aber zum einen merkte man deutlich, Chiara hat da gerade gar keinen Bock drauf. Und zum anderen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich Lukas das noch abnehmen möchte. Ne? Weil das ist ja wirklich so jemand, der mit so einem Saubermann-Image in dieses Format gekommen ist, der aber mittlerweile ganz schön gelitten hat. Und eigentlich vertraue ich dem nicht mehr. Chiara sowieso nicht. Das ist ganz oft, wenn ich dich hier lachen sehe und so. Ich habe dir das hier drinnen, glaube ich, noch gar nicht gesagt, weil wir immer so viel über die negativen Themen in der Beziehung reden. Aber... Du bist eine tolle Frau, Chiara. Du hast tolle Seiten an dir. Und wir hatten echt viel Positives in unserer Beziehung. Es tut mir wirklich leid, dass ich das alles auf die Art und Weise kaputt gemacht habe. Ja, Lukas, das hätte dir aber vielleicht vorher mal einfallen können. Und irgendwie, finde ich, wirkt es von seiner Seite aus auch immer so ein bisschen so, als wäre da noch Interesse an Chiara. Aber da sollte man sowieso nochmal die Fronten klären, denn theoretisch ist bei den beiden der Zug auch mehr als abgefahren. Der ist genau genommen schon 3 Bahnhöfe weiter. Du datest wieder, ne? Nicht wirklich. Ich hab nur mitbekommen, dass du ja, das so ein Mädel aus Berlin, dass die bei dir war. Woher weißt du das?
Ich hab doch meine Insider. Ich hab generell keinen Bock gerade auf was Festes. Naja, aber nichts Festes. Und dann dich zu treffen, geht ja eigentlich in eine andere Richtung. Ich hab das schon sehr klar kommuniziert. Und du? Ich erzähl dir doch nichts von meinem Liebesleben. Und ich muss sagen, da kann ich Chiara ganz gut verstehen. Grundsätzlich ist die Situation zwischen ihr und Lukas aber auch wirklich sehr anstrengend. Ich so als Zuschauer hatte manchmal Probleme zu verstehen, wer möchte jetzt was von wem, wer ist gefühlsmäßig eigentlich wo. Lukas ist da relativ offen, aber gleichzeitig halt auch ein bisschen doppelzüngig unterwegs. Ich bin hier reingekommen und habe von Anfang an gesagt, ey, ich habe noch Gefühle für diese Frau, ne? Und ich glaube, man merkt mir das auch an, dass Chiara mir nicht egal ist und dass ich mich gerne um sie kümmere und auch gerne in ihrer Nähe bin. Ich gehe oft zu ihr. Ja, Lukas, das glaube ich dir sogar. Aber wenn das auch noch stimmt, dass du jetzt parallel datest und ihr sowieso in der Beziehung fremdgegangen bist, dann ist das vielleicht auch einfach ein bisschen zu spät. Ich bin da bisher eher Team Chiara. Meine oberste Prior aktuell ist, das für mich zu heilen. Ich weiß, dass ich auch für immer Misstrauen in ihn hätte. Und gerade das mit dem Misstrauen, das kann man natürlich sehr, sehr gut verstehen. Das wird gleich noch richtig explodieren. Vorher gab es allerdings, wenn man so möchte, auch eine kleine Explosion, nämlich Flaschendrehen mit Wahrheit oder Pflicht. Und liebe Leute, wenn ihr im Fernsehen seid, nehmt doch einfach immer Wahrheit. Ist meistens echt besser für euch und euer Image. Pflicht führt immer zu Katastrophen. Mike! Pflicht. Pflicht? Darf ich die Pflicht sagen? Pflicht. Einen Kuss, der der Ehe würdig wird. Mindestens 5 Sekunden küsse deine Ehefrau! Okay, und wir dürfen ja nicht vergessen, Mike und Michelle haben sich in der letzten Folge noch mehr gehasst als, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, Kommunisten, die eine Partei gründen wollen, untereinander? Aber egal, jetzt ist davon jedenfalls nichts mehr übrig, außer heißes Zungenspiel. Krass. Stellt euch mal bitte ein Universum vor, in dem Mike und Michelle tatsächlich nochmal zusammenkommen und man dann im Nachhinein als Zuschauer einfach nur so denkt, hä? Was passiert da gerade? Ich fürchte leider, so weit ist dieses Universum gar nicht weg. Gruppenzwang ist spitze. Ja, ich fand den Moment gut und ich glaube, viele waren neidisch in dem Moment. So wie immer. Früher. Das war ganz komisch. Auch ganz komisch ist, dass es noch eine andere Pflicht gab, bei der Tommy nackt in den Pool springen sollte. An sich jetzt nichts so wahnsinnig Ungewöhnliches, eher sowas für Temptation Island zweite Folge. Allerdings gibt es da einen verhängnisvollen Kommentar von Chiara, wobei ich eigentlich sagen muss, der verhängnisvolle Kommentar kommt eher von Lukas. Ich bin komplett nackt jetzt, ich würde so feiern. Das würdest du feiern, ne? Ich würde feiern, ja, dann sehe ich zumindest nackt. Mal wieder was. Was hast du gesagt? Nein! Was hast du gesagt? Ich habe aus Spaß gesagt, dann sehe ich zumindest mal wieder was. Weil ich ja kein Mann mehr gesehen habe. Okay. Und ich habe dann diese Szene mir angeschaut und habe mir so gedacht, hä, was ist denn jetzt das Problem? Also man darf ja nicht vergessen, Lukas und Chiara sind getrennt und das schon ein bisschen länger. Und Lukas datet wohl auch sowieso schon jemand anderen und Chiara hat auch schon klar gemacht, da geht nichts. Was ist denn jetzt Lukas Problem, verdammt nochmal? Chiara fragt dasselbe. Habe ich deinem Mann noch irgendwas Falsches gesagt oder gemacht? Definitiv ja. Okay, nächstes Mal sage ich auch, wenn ihr Frauen nackt rumhaben, oh bitte spring nackt rein, dann sehe ich endlich mal wieder was. Oh, sexy, sexy. Naja, und da muss man natürlich sagen, klar. Also wenn Chiara sowas sagt, dann müsste oder dürfte Lukas das natürlich auch sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, die Michelle nackt in den Pool springt. Aber das ist ja A, gar nicht passiert und B, verstehe ich nicht so richtig, was sein Problem ist. Er hat sich aber munter weiter aufgeregt. Ich wollte diesen Scheiß nicht mal ansprechen, weil er für mich nichtig ist, okay? Aber wenn es so nichtig ist, warum schneiden wir gerade deswegen? Warum kannst du es nicht ablegen? Du datest doch schon eine neue. Und das ist, finde ich, auch absolut der Punkt. Also, keine Ahnung, Lukas hat das jetzt ja nicht so wirklich zu 100% bestätigt, aber Chiara ist doch eine freie Frau. Also, ich finde, in der Beziehung kann man das blöd finden und selbst dann sollte man vorher und natürlich auch nachher nochmal darüber sprechen. Aber in einer Getrennt-Situation, keine Ahnung, ich habe echt null Verständnis für ihn und bin nach wie vor komplett bei Chiara. Der datet schon wieder andere, der hat schon wieder andere flach gelegt, nachdem er eine flach gelegt hat. In der Beziehung. Und jetzt bin ich die Schuldige, dass ich einem Tommy sage, der im Pool ist, dann kriege ich wieder was zu sehen. Ich bin raus. Ich muss an dieser Stelle echt sagen, ich bin super gespannt auf eure Meinung, weil vielleicht gibt es ja doch ein paar, die Lukas verstehen können. Erklärt mir das sehr, sehr gerne. Also ich meine das jetzt ganz unironisch. Mich interessiert das natürlich auch, wenn man ihn jetzt besser verstehen kann. Auf die Sendung bezogen bleibt es aber dabei, Chiara ist jetzt echt wütend. Fick dich!
Lukas macht dann aber etwas, was natürlich Frauen auch tun, Männer allerdings leider, finde ich, ein bisschen häufiger. Und zwar, ich bleibe dabei, meiner Meinung nach hat Chiara irgendwie recht und sie hat ihn auch ein bisschen dabei ertappt, dass seine Logik so ein paar Lücken hat. Also nimmt er das Ganze einfach und behauptet, es ist die Schuld der Frau. Und ich mag diese ganzen Begriffe nicht, weil ich auch oftmals finde, die werden ein bisschen falsch verwendet. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen Gaslighting, oder? Diese Frau, ich gestört bin. Es reicht mir, ich bin bis oben hin voll. Diese Frau hat wirklich einen Schaden, Digga. Also ich bleib dabei, für mich hat Chiara hier keinen Schaden. Das Einzige, was man wiederum auch sagen könnte, ist, sie reagiert halt sehr heftig. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, da ist halt sehr viel passiert und dann ist eine heftige Reaktion irgendwie auch verständlich. Zumal die jetzt ja auch schon eine Weile da drin sind und ich glaube, irgendwann vergisst man dann auch die Kameras so als, ich sag mal, launenreduzierenden Faktor. Ich sage immer Amen, ich bin immer höflich. Was mir gesagt wird, ich als singlefreie Frau habe irgendeinen Fehler gemacht. Für einen Ruhmann, der mich in der Beziehung betrogen hat. Ich doch nicht. Was ich dann im Prinzip ganz gut fand, war, dass die beiden nochmal miteinander gesprochen haben. Allerdings hätten sie vielleicht noch ein bisschen warten sollen, weil offensichtlich der Zaun noch nicht verraucht war und dementsprechend war das Gespräch jetzt auch nicht so fruchtbar, sondern eher wie so ein alter Acker, den man ein paar Mal zu oft bestellt hat und auf dem jetzt nur noch Feldfrüchte des Hasses wachsen. Und dass du dir das Recht rausnimmst, nachdem du ganz genau weißt, dass du mich in einer monogamen Beziehung betrogen hast, mir als Single, unabhängige Frau jetzt zu sagen, oh, du hast gerade das und das gesagt? Nein. Die Frage ist natürlich, was sagt Lukas jetzt dazu? Aber der bleibt komplett bei seiner Taktik. Eigentlich hat Chiara Schuld, auch wenn sie halt irgendwie recht hat. Und für deine zukünftigen Beziehung hoffe ich, dass du daran arbeitest. Ich hoffe, dass du daran arbeiten kannst, deinen Schwanz nicht in andere Muschis zu stecken, obwohl du in einer Beziehung bist. Daran hoffe ich, dass du arbeitest für deine künftigen Beziehungen. Ist der erste Gute Nacht. Gute Nacht. Bam. Der hat gesessen. Richtig bam, in die Fresse. Und ich sag's gerne nochmal, ich kann's verstehen, Lukas allerdings überhaupt nicht. Und seiner Meinung nach hat Chiara Schuld. Und ich muss ihm in einer Sache zustimmen. Ich glaube nämlich tatsächlich, Chiara kann anstrengend sein. Aber wie gesagt, wenn sie recht hat, dann darf sie natürlich auch mal anstrengend und wütend sein. Ist zumindest meine Meinung. I'm sorry to say, ich weiß, dass ich mit dieser Frau nicht glücklich werden würde. Ja. Und das ist für mich eine Erkenntnis, die mir auch einfach hilft, mit diesem ganzen Thema abzuschließen. Ja, abzuschließen. Weiß ich ja nicht, ob die das schaffen. Was jetzt allerdings langsam mal abgeschlossen werden müsste, ist die Frage, wer hat denn jetzt dieses Spiel von vor 3 Stunden gewonnen? Endlich gibt's den berühmten Umschlag. Okay, Leute. Die Ergebnisse sind da. Wer ist aufgeregt? Ich sehr. Ja, jetzt will jeder weiterkommen, ist doch klar. Bam, und gewonnen hat... Ja, das wurde leider noch nicht verraten und das fand ich ziemlich lame. Überhaupt fand ich die ganze Folge dadurch total lame, weil jetzt was ganz Wichtiges gefehlt hat. Aber okay, für uns ist das auf jeden Fall eine Motivation, natürlich auch die nächste zu schauen. Und in der geht's ganz schön ab. Ich habe gar keine Erwartungen mehr an Lukas. Wer gewinnt das denn hier? Das Ex-Paar, das sich einen Tag vorher noch streitet? Lächerlich. Wer will wissen, ob er im Finale ist? Wer liest vorher jetzt? Wer gewinnt prominent getrennt? Ich habe mir diesen Schrei jetzt ganz oft angehört und ich bin mir immer noch nicht so sicher, wen ich da raushöre. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich höre Mike und Lukas gleichzeitig. Vielleicht sind die jetzt ja ein Liebespaar bei prominent getrennt. Das finden wir dann hoffentlich gemeinsam in der nächsten Folge raus. Wenn du wieder mit dabei sein willst, dann würde mich jetzt noch sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Du weißt, das ist immer gut für den Algorithmus. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun magst, dann erinnere ich dich nochmal daran, dass ich einen Zweitkanal habe, auf dem ich momentan zahlreichen Content von First Dates und Vox hochlade. In Zukunft aber vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Der heißt Onion 2. Ich packe dir den Link oben in die Videobeschreibung und wenn du Bock hast, mich dort auch mal zu besuchen, dann wäre das sehr, sehr schön. Streng genommen musst du das aber natürlich sowieso wieder tun, denn sonst kommen Mike und Michelle und Chiara und Lukas jetzt alle wieder zusammen und haben in deinem Bett, naja, du weißt schon was.